Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor etwa 2 Wochen habe ich euch bereits Bücher vorgestellt, die ich in der Vorweihnachtszeit gerne lesen möchte. Also handelt es sich dabei um weihnachtliche, festliche Bücher. Und jetzt, ich habe es euch bereits versprochen, möchte ich euch auch meinen Want to Read, meine Leseliste für den Winter insgesamt vorstellen. Also es handelt sich hierbei jetzt nicht um weihnachtliche Bücher, aber um winterliche Bücher, die richtig schön winterliche Settings haben. Und diesmal sind auch so ein paar düstere, dunklere und spannendere Bücher dabei. Wir haben aber insgesamt eine richtig schöne Mischung aus Kinderbüchern, aus zauberhaften, fantastischen Büchern und eben den etwas düsteren und spannenderen Büchern dabei. Ich hoffe also, dass für jeden etwas dabei sein wird. Es sind insgesamt 7 Bücher. Ob ich sie jetzt alle in diesem Winter, also in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar lesen werde, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall meine Auswahl auf meinem Sub, die ich da habe und die alle in das winterliche Setting reinpassen und von denen ich wirklich so einige jetzt demnächst lesen möchte. Ich fange mit einem Buch an, was allerdings ein Wackelkandidat ist. Das Buch liegt so ein bisschen auf der Kippe, ob ich es nicht aussortieren werde, denn es entspricht nicht so ganz meinem Beuteschema. Ich werde trotzdem reinlesen. Ich habe es letztes Jahr, also fast genau vor einem Jahr, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und eigentlich habe ich mich darüber sehr gefreut. Es geht aber doch sehr in die Romantasy-Richtung. Trotzdem gefällt mir das Setting und die Story schon irgendwie doch ein bisschen. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht werde ich einfach mal ein paar Kapitel reinlesen, um dem Buch eine Chance zu geben. Ich zeige es euch einmal. Es ist Blizzard von Kate Jans, Die weiße Gabel. Es ist also auch noch zudem ein erster Teil einer Reihe und ich habe noch mal geguckt. Ich habe bisher noch keine weiteren Fortsetzungen entdeckt. Das trübt so ein bisschen meine Leselust zu diesem Buch zusätzlich, weil wenn man jetzt irgendwie anfängt und dann Ewigkeiten warten muss, ob da noch was kommt oder wann etwas kommt, ist dann halt fraglich und dann vergisst man wieder einiges. Wer weiß, ob das einen Cliffhanger hat. Naja, also wir treffen hier auf eine junge Magierin und die möchte unbedingt in einer Magiegilde aufgenommen werden. Und sie reist dorthin. Das ist wohl eine sehr lange Reise und wahrscheinlich auch so ein bisschen durch Schnee, durch verschneiten Gegenden. Aber sie hat einen Begleiter dabei und der ist so unausstehlich und macht ihr die Reise wirklich zum Albtraum. Aber sie muss feststellen, dass er der Sohn des Gildemeisters ist und somit hängt sie so ein bisschen auch an seinem Schicksal dran und ihr Glück hängt von ihm ab und natürlich wird es zwischen denen irgendwie zum Knistern kommen, da bin ich mir ganz sicher. Also wenn ich das Buch irgendwie in der Buchhandlung hätte liegen sehen und ich das den Klappentext gelesen hätte, hätte ich es mir nicht gekauft, da bin ich ganz ehrlich. Aber weil es eben ein Geschenk war und weil ich das winterliche Setting hier sehr ansprechend finde und ich auch Magiergilden immer sehr, sehr gerne mag und Ausbildungen zur Magierin oder zum Magier, werde ich da vielleicht mal reinlesen. Also ich werde da reinlesen und dann schauen, ob es aussortiert wird oder nicht. Also es steht wirklich auf der Kippe und aus diesen beiden Gründen eben. Erstmal, weil es der Anfang einer Reihe ist und man nicht weiß, ob da noch was kommt und weil es einfach überhaupt nicht so mein Beuteschema anspricht, weil es sich nach sehr, sehr viel Romantasy anhört. Es ist natürlich immer schwierig, Geschenke ungelesen auszusortieren, aber ja, wie gesagt, deswegen werde ich 1-2 Kapitel reinlesen und mal schauen, ob es mich einfach von vornherein einfach trotzdem von der Atmosphäre her einsaugt, dann gebe ich dem Buch vielleicht einfach eine Chance. Und da es jetzt so winterlich ist, passte es natürlich auch noch sehr gut in dieses Video hinein und deswegen dachte ich, erwähne ich es jetzt hier nochmal, dass es hier auf der Kippe steht und von mir eine Chance bekommt. Das nächste Buch geht diesmal in Richtung Abenteuer, eisige Abenteuer. Das ist ja so eine Rubrik, die ich in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, also Forscher in der Antarktis oder in der Arktis, Polarforscher, aber auch Bergsteiger, die die höchsten Berge der Welt erklimmen. Das beruht auf wahren Begebenheiten oft und ist
ja, nicht weniger spannend als einen Thriller. Und hier habe ich Der Gipfel, eine Tragödie am Mount Everest von Anatoli Bukriev. Ja, das ist eben ein Bericht, der auf wahren Begebenheiten beruht. In den 90er Jahren kam es am Mount Everest zu einer großen Tragödie, zu einem Drama, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Da gibt es zu ein weiteres Buch, was eigentlich noch viel bekannter ist, In eisige Höhen von John Krakauer. Das ist auch zuerst erschienen. Dieses Buch ist sozusagen als Antwort auf John Krakauers Buch erschienen, weil es gibt wohl verschiedene Ansichten und Streitigkeiten, wie das Ganze abgelaufen ist. Bei solchen Tragödien wird sich ja oft irgendwie immer ja, die Schuld in die Schuhe geschoben und es wird immer ein Sündenbock gesucht. Warum konnte sowas geschehen? Warum musste sowas geschehen? Wer ist schuld daran? Und so ist es auch hier passiert. Leider muss man ja sagen, obwohl diese Menschen, die hier überlebt haben, ja eigentlich glücklich sein können, dass sie noch leben und viele auch als Helden zurückgekehrt sind, weil sie vielen das Leben gerettet haben, ja, entstanden danach viele Diskussionen, wie das eben passiert ist. Natürlich auch, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Und dadurch wurde das natürlich auch aufgearbeitet. Aber dadurch kam es leider auch zu Streitigkeiten und zu verschiedenen Ansichten. In eisige Höhen von John Krakauer habe ich vor einigen Jahren schon gelesen. Und da habe ich auch im Nachwort so ein bisschen herauslesen können, dass es da so zu diesen, ja, zu diesen Konflikten gekommen ist. Umso spannender finde ich es jetzt, umso wichtiger finde ich es jetzt, auch die andere Seite kennenzulernen, nämlich von Anatoli Bukriev. Er ist ein sehr erfahrener Bergsteiger und sogar auch Bergführer gewesen, glaube ich, an diesem Tag. Und er hat 11 der 14 8000er ohne Hilfe von Sauerstoff bestiegen. Also er ist wirklich ein sehr, sehr erfahrener Bergsteiger und eben zu dieser Zeit war auch am Berg und ich glaube, er war einer derjenigen, die auch wirklich vielen das Leben gerettet haben. Ja, und natürlich möchte ich jetzt auch seine Sichtweise erleben, auch wenn natürlich das Ereignis dasselbe ist. Aber ich weiß noch nicht mehr alle Details aus dem anderen Buch. Ich hoffe, dass man dadurch trotzdem, dass es hier doch so gut geschildert ist, dass man diesen Konflikt irgendwie nachvollziehen kann. Und ja, das ist etwas, was einen gleichzeitig fasziniert, aber auch natürlich schockiert und abschreckt, was da alles passiert ist. An diesem Tag waren einfach so viele Menschen am Berg, dass das zu Stau am Berg geführt hat, am Gipfel, dass die da wirklich in Schlangen gewartet haben, bis sie auf den Gipfel konnten. Und es gibt immer nur so einen gewissen Zeitfenster, bis wann man auf dem Gipfel sein muss, damit man noch heile und im Hellen wieder runterkommt. Und da gab es dann auch noch eine Sturmwarnung. Aber bei vielen schaltet der Kopf einfach in dem Moment um. Man hat eh ganz, ganz wenig Sauerstoff da oben und wenn dann auch noch Sauerstoff fehlt, kann man vielleicht nicht klar denken und ist von Ehrgeiz irgendwie angestachelt, dass man unbedingt noch auf dem Gipfel will. Und dann wurde später und später und der Sturm brach rein und durch den Stau ist natürlich viel Panik dann auch ausgebrochen. Es gibt dazu auch Dokus und auch Verfilmungen, auch die habe ich mir angeschaut, weil ich das einfach, ja, wie gesagt, gleichzeitig schockierend und faszinierend finde und immer noch zu überlegen, ja, immer wieder zu überlegen, was treibt die Leute darauf? Was ist da, dass die sich so in Lebensgefahr bringen? Ich meine, dass ich es mittlerweile so ein bisschen verstehen kann, auch wenn ich das für mich selbst, käme das nie in Frage. Ich bin ja auch gar nicht so fit. Da muss man auf jeden Fall fit sein. Und gleichzeitig gibt es so viele Momente, wo man den Kopf schüttelt. Und ja, viele Aspekte, die da noch mit reinspielen, wie man diese unberührte Natur, die so langsam zum Tourismusgebiet wird und wo so viel Müll abgelagert wird. Ja, all das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und all das finde ich unglaublich, ja, spannend. Deswegen freue ich mich auch auf dieses Buch, diese Thematik, diesen Tag oder diese Tragödie nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Märchenhaften, zu einer sehr stillen, aber auch wirklich einer sehr verschneiten Geschichte. Und zwar ist das der dritte und letzte Teil einer Reihe,
Die Hexe und der Winterzauber von Catherine Arden. Das ist, wie gesagt, der dritte Teil. Der erste Teil heißt Der Bär und die Nachtigall. Und ich war in den letzten Jahren schon unglaublich verzaubert von dieser Geschichte. Ich habe, glaube ich, vor 1,5 Jahren habe ich den ersten Teil gelesen und vor knapp einem Jahr, also dieses Jahr im Januar, habe ich den zweiten Teil gelesen und ich war von beiden einfach begeistert. Es spielt in einem russischen Setting bzw. in einem Land, das Russland angelehnt ist. Es heißt Russ und in diesem Land wächst Wasja auf. Und Wasja ist ein Wirbelwind. Sie ist als Kind nicht zu halten, immer in der Natur, immer draußen. Und von ihrer Amme Dunja bekommt sie und ihre Brüder immer Geschichten erzählt, ihre Brüder und ihre Schwestern. Und diese Geschichten handeln ja von magischen Wesen, von Traditionen, von Bräuchen, von alten Bräuchen, von alten Sagen und Mythen. Und für Wasja sind diese Geschichten wahr, denn sie kann diese Wesen sehen, die immer noch um sie herum leben. Und sie merkt aber, dass diese magischen Wesen immer schwächer werden und immer mehr bedroht werden, nämlich von der Religion, von dem katholischen Glauben. Denn es kommt ein Priester in ihr Dorf und der möchte den Bewohnern, ja, diese Religion nahe bringen und ihnen sozusagen die alte Religion, die alten Bräuche austreiben. Und je mehr Menschen nicht mehr an diese alten Bräuche glauben, desto schwächer werden diese magischen Wesen. Und gleichzeitig merkt Wasja, dass eine böse Kraft, eine ja, böse Magie im Wald aufwacht und dass diese Macht es irgendwie auch auf Wasja abgesehen hat. Ja, und gleichzeitig bekommen wir halt mit, wie Wasja dort aufwächst mit ihren Geschwistern und wie sie immer wieder versucht, ja, wie bei ihr immer wieder versucht wird, sie zu erziehen, es einfach aber nicht gelingt, bis sie eben auch in diesen Konflikt mit diesem Priester gerät. Ja, es ist wirklich sehr, sehr ruhig erzählt, aber trotzdem so zauberhaft und diese Wesen, die man hier kennenlernt, die sowohl im Wald als auch in den Häusern der Bewohner leben, kennt man einfach auch nicht. Das ist einfach mal was ganz anderes. Was man vielleicht so ein bisschen kennt, ist Väterchen Frost und Baba Yagas, die ja so diese Hexen aus Russland darstellen. Aber es ist trotzdem ganz anders und deswegen was ganz, ganz Einzigartiges. Im zweiten Band ist Wasja dann eine junge Frau und geht so ein bisschen in die Welt hinaus, Richtung Moskau auch. Ich weiß gar nicht, ob Moskau die Stadt genau so heißt oder ich glaube, die wird so ein bisschen abgewandelt. Aber man weiß, dass es auf der Stadt Moskau beruht. Und natürlich ist es so ein bisschen in Mittelalter versetzt. Also es ist keine moderne Welt, in die wir hier hineingucken, sondern eine sehr einfache und eben mittelalterliche Welt. Ja, und im dritten Band werde ich mal schauen, was ja jetzt alles so bevorsteht. Es spitzt sich natürlich alles zu, es wird alles so ein bisschen dramatischer und die Welt öffnet sich so ein bisschen für sie. Sie wird älter und hat auch ein paar mehr Verantwortlichkeiten. Aber wie sie sich entwickelt und was für Gefährten sie bekommt, ich liebe ja ihr Pferd Soloway, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber ich glaube, es heißt tatsächlich Nachtigall übersetzt. Und ach, ich liebe dieses Pferd. Ich liebe ja eher E-Pferde, aber diese Verbindung zwischen den beiden ist einfach herrlich. Und auch ihre Verbindung zu ihrer Familie, zu ihren Geschwistern ist wirklich sehr schön mitzuerleben. Ja, und deswegen wird mich dieses Buch hoffentlich auch wieder verzaubern. Ich bin ziemlich sicher. Ich hoffe, dass das Ende gut und sich schön Zeit nimmt, wie die Reihe sich eigentlich die ganze Zeit schon Zeit genommen hat, würde jedenfalls dazu passen, weil Enden für mich natürlich auch mal sehr wichtig sind. Und so könnte ich wieder eine Trilogie beenden und ich hoffe, ja, dass die insgesamt für mich so bleibt, weil dann wäre es wirklich komplett von Band 1 bis 3 eine Highlight-Reihe für mich, was ja auch eher selten ist. Meistens sagt man ja, der war ein bisschen schwächer, der war wieder ein bisschen stärker oder da hat mich das genervt.
Und hier war ich eigentlich wunschlos glücklich und ich hoffe so sehr, dass es im dritten Band auch so sein wird. Wir kehren mit dem nächsten Buch zurück in die Bergwelt. Ich habe es versucht, so ein bisschen immer wieder zu mischen und die Genre zu wechseln. Dieses Mal ist es allerdings ein Horrorroman, basiert also nicht auf wahren Begebenheiten. Echo von Thomas Olde Heuwelt ist der zweite Roman von ihm. Hex war ja sein Debütroman, jedenfalls hier in Deutschland, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es allgemein auch sein Debütroman war. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe von vielen anderen gehört, dass das sehr innovativ war, mal eine ganz andere Hexengeschichte. Und mit dieser Thematik hat er natürlich genau mein Leserherz getroffen. Und wenn hier jetzt auch noch fantastische Horrorelemente mit dieser Bergsteiger-Dramatik verbunden wird, habe ich gedacht, ist das genau meins. Ich war so ein bisschen überrascht, wie fett das tatsächlich ist. Ich glaube, es waren 700 Seiten oder so. Ja, etwas über 700 Seiten. Also das ist schon ordentlich. Und ich freue mich darauf sehr. Wir treffen hier auf Nick Grevers, der ist Reisejournalist und liebt es zu klettern. Also er ist auch ein sehr erfahrener Kletterer und mit seinem Freund ist er jetzt in den Schweizer Alpen unterwegs. Und sie entdecken den Berg Maudit, von dem wirklich wenig bekannt ist oder gar nichts bekannt ist. Und sie wollen ihn natürlich sofort erkunden, stellen aber fest, dass der Berg so eine Feindschaft ausstrahlt und sie irgendwie in Gefahr geraten und tatsächlich beide dann verletzt werden und ich glaube wieder im Krankenhaus irgendwie wieder aufwachen und er um seinen Freund bangen muss, dass er überhaupt wieder aufwacht. Ich habe einiges Kritisches darüber gehört. Das hatte zwischenzeitlich so ein bisschen meine Leselust, meine Lesemotivation so ein bisschen getrübt, weil es hieß, dass die ersten 100 Seiten irgendwie gar nicht in dieser Bergwelt spielen, sondern irgendwie nur darum gehen, um die Sorge, ob der Freund überlebt und um deren Beziehung zueinander. Aber bei den 700 Seiten glaube ich einfach, dass wir hier auf jeden Fall die Bergwelt nochmal erfahren werden. Darum geht es ja eigentlich. Und ich habe dann in den Kommentaren, Gott sei Dank, als ich von dieser Sorge berichtet habe, dass ich da einige Kritikpunkte gehört habe, habe ich in den Kommentaren dann doch wieder ein bisschen Zuspruch bekommen, dass es auch einige gab, die das sehr, sehr gerne gelesen haben und auch das Setting toll fanden. Und da freue ich mich ja natürlich insbesondere drauf. Und das hat mich wieder so ein bisschen besänftigt und ich freue mich einfach extrem drauf. Ich bin auch gespannt, ja, was denn das Böse genau an diesem Gipfel ist und sein wird, ob Nick dann auch wieder zurückkehren wird zum Gipfel, nachdem da ja das Unglück passiert ist oder ob er das mitgenommen hat, dieses Unglück. Was dahinter steckt, ist das ein Monster? Ich bin ja nicht so der Monster-Horror-Fan, deswegen hoffe ich, dass es eher so ein bisschen in die subtilere Richtung geht und freue mich auf diese Mischung aus Horror und Abenteuer. Natürlich darf auch ein Kinderbuch nicht fehlen. Ich liebe ja Kinderbücher. Kinderbücher sind immer so bunt und innovativ und so kreativ. Da kann einfach alles passieren. Gerade wenn es so ein bisschen auch in die Fantastik geht, ist das immer wunderbar. Und da lese ich mich einfach immer sehr gerne ein. Und ich habe hier einen Autoren, den ich irgendwie immer schon mal entdecken wollte, weil es ein sehr skurriler Autor oder der Schreibstil des Autors soll eben sehr skurril sein, sehr humorvoll, aber auch mit schwarzem Humor gespickt. Und dann kam diese Thematik mit dem Autor, mit diesem neuen Buch und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich zuschlagen. Der Autor heißt David Walliams und das Buch heißt Das Eismonster. Ja, ich finde auch das Cover einfach cool gemacht und er hat unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr, irgendwo waren die doch hier aufgezeichnet, genau, hier sind alle seine Bücher aufgezählt, Gangster-Oma, Terror-Tantchen, Rattenburger, Propeller-Opa und so weiter und so fort, also er hat schon einiges geschrieben. Aber eben mit dieser Thematik hatte er mich dann. Wir treffen hier auf das Waisenmädchen Elsie, die gerade dem Waisenhaus entkommen ist und dann erfährt, dass Polarforscher ein eingefrorenes Mammut entdeckt haben und es jetzt in das Naturhistorische Museum in London bringen.
und da muss sie sofort vorbeischauen. Und ja, dieses Abenteuer wird sie gemeinsam mit diesem Mammut auch an den Nordpol bringen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist ja vieles offen, wie die Geschichte überhaupt verläuft. Es ist ja auch gar nicht so dünn. Für ein Kinderbuch hat es 490 Seiten, also da kann einiges passieren. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf diesen verqueren, sarkastischen, schwarzhumorigen Schreibstil des Autors, der mir immer wieder versprochen wird, und hoffe, dass der mich anspricht. Ich bin da, glaube ich, auf jeden Fall zu haben für, und deswegen wird das bestimmt ein tolles Abenteuer. Vielleicht geht es ja auch von der Stimmung her so ein bisschen in die Richtung von Matt Haig. Der hat ja auch immer dieses Zwischenspiel zwischen tragischem, schwarzen Humor, aber auch immer wieder rührenden Szenen. Und ja, mal gucken, ob es hier mir genauso ergehen wird. Als nächstes habe ich etwas für Thriller-Fans mal ohne fantastische Elemente. Ja, muss ja auch mal sein. 4 Jahre von Karin Gerhardsen. Ja, das Buch ist mal bei mir aufgrund einer Bücherschnitzeljagd bei mir eingetroffen. Das war mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff. Die hatte mir die Aufgabe gestellt, ein Buch zu suchen mit einer Zahl auf dem Cover. Und da habe ich mich hierfür entschieden und mich hat natürlich auch wieder sofort das winterliche Setting angesprochen. Es spielt hier in Gotland und soll hier wirklich ein sehr gut komponierter Thriller sein, mit vielen Wendungen, mit psychologischen Elementen, mit vielen Geheimnissen, und das hatte mir dann die Buchhändlerin gesagt und das hatte mich dann letztendlich überzeugt, dieses Buch zu nehmen, weil auf dem Klappentext, ich kann da noch nicht so richtig rauslesen, worum es eigentlich geht. Hier wird gesagt, dass eine Frau zu einem fremden Mann ins Auto steigt und ein Pärchen auf dem Weg zu einem geheimen Treffen ist, und scheinbar kollidieren diese beiden Autos miteinander und es gibt einen Unfall und ein Geheimnis, was erst Jahre später ans Licht kommt. Ja, mehr steht da nicht. Und wer weiß, was da alles hinterstecken kann. Aber diese verschiedenen Wendungen und dieses Psychologische daran und dann noch das winterliche Setting, die haben mich hier überzeugt, die Punkte. Und ich hoffe, dass mir diese Wendungen auch wirklich zusagen. Bei Thriller kann das ja immer so ein bisschen auf Messers Schneide stehen, ob man diese Wendungen irgendwie an den Haaren herbeigezogen findet oder im Gegenteil mindblowing und total cool, überraschend. Und das hoffe ich mir hier so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen Page-Turner ist, die man so wirklich so durchfrisst, ohne zu merken, wie die Seiten dahin fliegen. Es hat knapp 400 Seiten, etwas unter 400 Seiten für einen Thriller okay. Mehr darf es für mich auch gar nicht so haben. Thriller dürfen jetzt nicht zu dick sein, finde ich, aber das ist für mich noch im Rahmen. Und das Buch liegt jetzt hier auch schon zu lange. Also das will ich schon ganz gerne, dass es in diesem Winter gelesen wird. Vor allem auch mal immer eine schöne Abwechslung, weil ich ja doch sehr viel Fantastik lese. Und zwischendurch mal einen Thriller finde ich super. Und zum Schluss begeben wir uns in die Arktis. Wieder eine wahre Begebenheit, die hier verschriftlicht wurde von einem Autoren, der wirklich viel Wert auf Detailverliebtheit legt. Also er recherchiert sehr, sehr viel und hat hier, glaube ich, sehr viel auch rausgeholt aus dieser wahren Begebenheit. Aber er hat hier auch sehr viel Fiktion mit reingelegt. Ihr wisst vielleicht, wovon ich rede. Terror von Dan Simmons. Ja, wie gesagt, es beruht auf einer wahren Begebenheit. 1845 stoßen zwei Schiffe in die See. Und zwar ist das die Terror und die Erebus. Und die Mannschaften dieser Schiffe haben einen Auftrag. Sie sollen die Nordwestpassage finden und durchfahren. Aber es ist Fakt, irgendwas ist dort passiert. Sie kommen nie zurück und kommen wahrscheinlich alle ums Leben. Ja, und Dan Simmons hat die Geschichte eben weitergesponnen und fantastische oder so ein paar Horrorelemente hineingelegt. Es wurde ja auch verfilmt in einer Serie auf Amazon Prime. Die habe ich bereits gesehen, also ich weiß ungefähr, in welche Richtung das geht. Aber es ist natürlich bei weitem nicht so detailverliebt wie dieses 1000 Seiten starke Buch. Ja, nicht ganz 1000 Seiten, 980, 970 Seiten. Und ja, ich möchte endlich wissen, was dahinter steht, denn viele auf BookTube hier haben schon dieses Buch in die Kamera gehalten und viele haben davon geschwärmt. Die meisten waren wirklich begeistert davon.
Und ja, die Thematik, wie gesagt, ich habe es euch ja schon gesagt, eisige Abenteuer, das ist genau meins. Und ich glaube, hier wird es sehr, sehr eisig, sehr dramatisch und vielleicht auch ein bisschen unheimlich. Und da freue ich mich einfach drauf. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich hoffe, dass es nicht zu zäh wird. Manche sagen, es war ihnen zu detailliert. Aber in diesem Fall freue ich mich auf die verschiedenen Details und auch auf diese Recherche, die hier der Autor gemacht hat, um so ein bisschen noch mehr in diese Thematik, in das Segeln, in die Schifffahrt einzusteigen und richtig zu spüren, wie sie frieren, wie die Mannschaft Angst hat und irgendwann dann wahrscheinlich im Eis feststecken und nicht mehr vor und zurückkommen. Ja, was da noch alles passiert und wie es endet, ich werde es dann erleben, wenn ich es lese. Und das waren sie, meine 7 winterlichen Lesetipps für euch, aber auch natürlich meine Want-to-Read, meine Leseliste, was ich jetzt im Winter 21, also 2021, 2022 lesen möchte. Ich hoffe, es wird demnächst auch mal wieder ein bisschen winterlicher. Ich habe so ein bisschen gehört, jedenfalls im Norden soll wieder so ein bisschen Winter einziehen. Gerade zu Weihnachten wünscht man sich das ja auch. Wenn nicht Schnee, dann immerhin ein bisschen Kälte. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen schönen vierten Advent, habt einen schönen Sonntag mit ganz viel Tee, mit ganz viel Plätzchen, mit leuchtenden Kerzen und natürlich mit guten Büchern. Von daher wünsche ich euch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!